Grüß Gott, mein Name ist Adolf Hermelin aus Dorsten. Wir haben heute den 17. Februar 2023. Thema des heutigen Videos ist Intervalle hören und singen üben mit Liedanfängen. Die C-Dur-Tonleiter besteht aus den weißen Tasten von C bis C. C, D, E, F, G, A, A, C. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Zwischen jedem Ton liegt an eine Sekunde. Wenn dazwischen eine schwarze Taste noch ist, haben wir zwei Halbtonschritte oder eine große Sekunde. Wenn dazwischen keine schwarze Taste liegt, haben wir nur einen Halbtonschritt, kleine Sekunde. Der dritte Ton ist die Terz. Wenn dazwischen zwei schwarze Tasten liegen, haben wir eine große Terz. Wenn dazwischen nur eine schwarze Taste liegt, haben wir eine kleine Terz. Der vierte Ton ist die Quarte. Der fünfte Ton ist die Quinte. Dazwischen, zwischen Quarte und Quinte, liegt der Tritonus, also übermäßige Quarte oder verminderte Quinte. Der sechste Ton ist die Sext. Wenn dazwischen nur ein Halbtonschritt liegt, haben wir eine große Sext. Liegen dazwischen zwei Halbtonschritte, haben wir eine kleine Sext. Der siebte Ton ist die Septe oder Septime. Haben wir nur einen Halbtonschritt, das ist die große Septime. Haben wir zwei Halbtonschritte, das ist die kleine Septime. Und der achte Ton ist die Oktave. Natürlich für jedes einzelne Intervall sich irgendein Lied aussuchen und vielleicht auch sogar noch ein Lied für das Intervall nach oben und ein Lied für das jeweilige Intervall nach unten. Ich persönlich halte es besser, man nimmt wenige Liedanfänge und überlegt sich ganz genau jeweils, welche Intervalle darin jeweils vorkommen. Zum Beispiel das Lied Engel auf den Feldern singen. Da haben wir am Anfang eine kleine, die Prim natürlich. Dann, also eine Serie von Prim, dann die kleine Terz nach oben. Dann eine große Sekunde nach unten. Und dann die kleine Sekunde nach unten. Und eine große Terz nach unten. Also wir haben die kleine Sekunde, die große Sekunde, kleine Terz und die große Terz. Und wenn man das mehrfach singt, haben wir auch die große Terz nach oben wieder. Quarte, Quinte und Sechste kann man sich zum Beispiel mit dem Erwacht, Frohlocke, Rejoice aus dem Messias von Händel merken. Also mit den beiden Liedern, den beiden kurzen Liedanfängen, hat man sich schon eine ganze Menge Intervalle zusammengesucht. Dann die
kleine sägst. Nun ist es ja so, dass die große Terz und die kleine Sechst sich zu einer Oktave ergänzen. Und ebenso die kleine Terz und die große Sechst sich zu einer Oktave ergänzen. Und wenn man jetzt also den jeweiligen Ton nach oben legt, hat man also das jeweilige Ergänzungsintervall oder Komplementärintervall. Und das wird dann eben auch ausgenutzt, wenn man also eigentlich einen Dreiklang singt. Also und das ist Freiheit, die ich meine. Das ist die kleine Sechst. Dann die kleine Sept. Das ist zum Beispiel in Heb die Augen, dein Gemüte. Jetzt noch die große Septime, große Sept und der Tritonus. Ja, das kommt sehr selten vor. Also wenn man das eben auch singen oder hören, üben will, würde ich persönlich vorschlagen, man denkt sich wirklich das als Überleitung zum nächsten Naturintervall. Also die große Septime als Überleitung zur Oktav. Nur den Tritonus eben als Überleitung zur Quinte. Dann singt man eben mit Na. Es ist schon etwas selten, also vor allem der Tritonus kommt wirklich ziemlich selten vor in der Musik. Er soll eigentlich auch vermieden werden in der Komposition, aber eigenes Thema. Gut, und die Oktave muss man eigentlich auch üben, weil er natürlich die Stimme da üben muss und sie kommt auch öfters mal vor. Zum Beispiel Guten Abend, Gute Nacht, kommt das auch im Lied mal vor. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Gut, also mit den beiden Liedern am Anfang, Engel auf den Feldern singen und erwach, frohlocke, hat man schon sehr, sehr viele Intervalle abgedeckt. Wenn man sich die beiden Lieder jeden Tag so ein paar Sekunden vor Augen hält, versucht auch zu singen, hat man schon ziemlich viel von der Intervallproblematik zu üben. Dann für die kleine Sext, Freiheit, die ich meine. Für die kleine Sept, hebt die Augen deinem Gemüte. Und eben für Tritonus bzw. große Sept singt man einfach mit Nah irgendwie als Überleitung auf das nächste Naturintervall. Gut, das ist alles Theorie, muss man üben, aber kann man auch üben. Wie gesagt, dauert nur ein paar Sekunden, wenn man sich bei jedem Liedanfang das genau vor Augen hält, was man da jeweils singt bzw. was man da jeweils hört, und man kann im Alltag das immer wieder integrieren. Wenn man irgendwie ein Lied hört, dann fragt man sich, welches Intervall ist das, und das ist eben dann auch Übungssache.